Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Philipp Zippermeier. Ich bin der Entwickler der Software Symptom & Sense, mit der man aus der Bedeutung der Symptome die Krankheitsbotschaft ableiten kann. Um dies zu leisten, habe ich die Bedeutung von 7000 Symptomen übersetzt und eine eigene Grammatik entwickelt. Sie lautet: Wenn die Symptome informatische Aussagen sind, muss Krankheit ein unlösbarer innerer Widerspruch sein. Wie das gemeint ist, werde ich Ihnen nun an der Situation der kleinen Anna und ihrer Mutter demonstrieren. Anna hatte im Herbst mit dem Kindergarten angefangen und war nach einer Woche krank geworden. Ihr Zustand gipfelte in einem nächtlichen Asthmaanfall, der ihre Mutter sehr erschreckte. Seither leidet sie immer wieder an Atemnot in der Nacht. Anna hatte schon seit dem Babyalter immer wieder Mittelohrentzündungen gehabt und ihre Mutter hatte bemerkt, dass sie jetzt wie damals jedes Mal schlecht hört, ganz besonders wenn sie verschnupft ist. Die Mutter fragt sich natürlich, was schuld daran ist. Hat sich Anna im Kindergarten angesteckt? Will sie vielleicht nicht in den Kindergarten gehen, sondern bei Mama bleiben? Ist es der Herbst, in dem sich das Kind ständig verkühlt? Annas Mutter will jetzt verstehen, warum Anna so oft Ohrenschmerzen und Asthma hat. Sie setzt sich an den Computer und gibt im Programm Symptom & Sense die Symptome von Anna ein. Sie will herausfinden, was der Kindergarten, das Asthma nachts, Schnupfen mit Schwerhörigkeit und Mittelohrentzündungen bedeuten. Da steht unter dem Titel Kindergarten: Problem, sich aus dem vertrauten sozialen Umfeld zu lösen, sich der Tatsache zu stellen, fremden Personen, unvertrauten, Anonymität ausgesetzt, nur durch Erfüllung von Bedingungen zugehörig zu sein. Es handelt sich also um die Auseinandersetzung mit dem Unvertrauten. Kinder wie Anna haben Probleme, sich mit der Anonymität und ihren Regeln auseinanderzusetzen, sich Fremden zu öffnen, soziale Verbindungen zu knüpfen. Als nächstes gibt Annas Mutter Asthma ein. Unter Asthma findet sie: Gefühl, sich weder kommunikativ einlassen noch loslassen zu können. Sich der mangels passender sozialer Bezüge, Zustimmung, nur zurückhalten, nur auf sich zurückziehen zu können. Kommunizieren ist miteinander umgehen, austauschen. Atemnot ist das Gefühl, sich nicht austauschen, sich weder kommunikativ einlassen noch äußern zu können. Das Kind meint, ich darf nichts sagen, beziehungsweise man widerspricht mir, aber man spricht nicht mit mir. Atemnot entspricht also einem Isolationsgefühl. Annas Mutter möchte nun wissen, wieso Annas Atemnot nachts schlimmer wird. Sie schaut unter Verschlimmerung nachts nach. Ablehnung, nur auf sich bezogen zu sein, sich auf die Gewissheit seiner sozialen Erscheinung, seiner Identität verlassend, zurückziehen zu können. Man erkennt, das Isolationsgefühl wird durch die Situation der Nacht und des Schlafs verschlimmert. Genau das verstärkt auch Annas Atemnot. Sie fühlt sich ohnehin kommunikativ isoliert, jetzt kommt noch die Nacht dazu. Zusammenfassend bedeutet Annas Asthma seit Kindergartenbeginn: Die Lösung aus dem vertrauten Umfeld, auf das sie sich eigentlich angewiesen fühlt. Die Tatsache, Unvertrautem ausgesetzt zu sein, bewirkt, dass sich Anna kommunikativ isoliert auf sich zurückgeworfen fühlt. Annas Mutter ist von der Eindrücklichkeit, die die Symptome ihrer Tochter preisgeben, überrascht und findet sie auf Anna sehr zutreffend. Es wird ihr über die Dramatik der Asthmaanfälle klar, in welch emotionaler Notlage ihr Kind eigentlich ist. Also sucht sie weiter bei Symptom & Sense. Anna hat ja noch Ohrenprobleme. Ohrbeschwerden bedeuten, den Bedingungen sozialer Zugehörigkeit nicht zu entsprechen, somit in seiner Zugehörigkeit in Frage gestellt zu sein. Für Anna bedeutet das, dass sie sich
an die altersgemäß steigenden Anforderungen nicht anpassen kann und daher in ihrer Zugehörigkeit zu denen, die diese Bedingungen stellen, in Frage gestellt fühlt. Das ist primär die Familie. Nun fällt noch Annas Schwerhörigkeit bei Schnupfen. Die Mutter schaut bei Tubenkatarr und Schwerhörigkeit nach. Gefühlt den Bedingungen sozialer Üblichkeit nicht zu entsprechen, sich nicht anpassen zu können und daher in seiner Zugehörigkeit in Frage gestellt, abgesondert zu sein, sich jedoch nicht lösen zu können, abhängig zu sein. Das bedeutet, auf den Punkt gebracht, ich bin von jemandem abhängig, zu dem ich gar nicht gehöre. Annas Mutter versteht jetzt, dass ihre kleine Tochter schon von klein auf die Sorge in sich trägt, den wachsenden Anforderungen nicht gewachsen zu sein und dadurch den familiären Rückhalt zu verlieren. Nicht Anna sagt das, ihre Symptome, ihr Unterbewusstsein sagt das. Anna wurde von ihrer Mutter immer gut versorgt, im Inneren jedoch fühlte sie sich vom Leben, seinen Bedingungen überfordert. Wir kommen nun zur Grammatik des Programms. Sie lautet, jede Krankheit entspringt einem inneren Konflikt. Wo liegt hier im Falle Annas der Krankheitskonflikt? Das Programm Symptom and Sense identifiziert alle Konfliktsymptome eines Falls und stellt sie nach Bedeutung gereiht paarweise untereinander. Hier sehen wir das oberste Paar des Falles. Kindergarten, Problem, sich aus dem vertrauten sozialen Umfeld zu lösen, sich der Tatsache zu stellen, fremden Personen, Unvertrauten, Anonymität ausgesetzt, nur durch Erfüllung von Bedingungen zugehörig zu sein. Dem steht gegenüber Tubenkatarr und Schwerhörigkeit, Gefühl, den Bedingungen sozialer Üblichkeit nicht zu entsprechen, sich nicht anpassen zu können und daher in seiner Zugehörigkeit in Frage gestellt, abgesondert zu sein, sich jedoch nicht lösen zu können, abhängig zu sein. Es ist wie Schloss und Schlüssel. Anna ist jemand, der meint, sich den Bedingungen sozialer Üblichkeit nicht anpassen zu können. Sie soll, aber sie kann sich von der Mutter nicht lösen. Das drückt sich in Tubenkatarr und Schwerhörigkeit aus. Jetzt kommt sie in den Kindergarten. Damit passiert genau das, wozu sie sich von vornherein nicht in der Lage fühlt. Hier haben wir den Krankheitskonflikt in Form von Reiz und Empfindlichkeit auf diesen Reiz. Zum einen Abhängigkeit Annas, zum anderen die unvermeidliche Folge ihres Großwerdens, in den Kindergarten zu müssen. Annas Mutter ist nun klar, warum Symptome bzw. körperliche Reaktionen emotionale Reaktionen sind. Annas Symptome sind Ausdruck der emotionalen Empfindsamkeit von Anna, die wie ein Schloss durch einen Schlüsselreiz aufgesperrt werden. Dieser Zusammenhang schafft die Voraussetzung für ein Verstehen der Krankheit ihrer Tochter. Der Grund der Krankheit Annas liegt in der Differenz von dem, was Anna meint zu brauchen und dem, was die Welt bereit ist, Anna zu geben, beziehungsweise was sie ihr geben kann. Auf der einen Seite will Anna nicht erwachsen werden, auf der anderen Seite muss sie erwachsen werden. Dies ist der Krankheitskonflikt. Im vorliegenden Fall ist der Wunsch unrealistisch, also unerfüllbar. Die Beschwerde wird chronisch. Wir kommen nun zum Ende unserer kleinen Krankheitsgeschichte, die nicht nur eine Geschichte Annas, sondern auch eine Geschichte von Annas Mutter ist, die Gründe für Annas Erkrankung wissen möchte. Denn eines ist ein unumgängliches Gesetz. Voraussetzung für die Lösung eines Krankheitskonflikts ist das Wissen um diesen Konflikt. Annas Mutter fand dieses Wissen auf der Seite www.symptom-sense.com. Diese Seite ist noch sehr neu, versuchen Sie es bitte mit Google Chrome. Das Programm kann man 30 Tage lang kostenlos und unverbindlich testen.